Ja, hallo liebe Freunde des Euro Truck 2 Simulators. Ich fahre mal eine kleine Strecke. Es wird jetzt kein Tutorial. Wir fahren jetzt nur mal eine Strecke. Wir sind gerade in Berlin. Mal gucken, was haben wir denn da so? Nicht zu weit. Hamburg. Hamburg ist gut. Hamburg, Calcium, Joghurt. Joghurt ist Calcium nicht. Das Ding hat so eine lange Deichsel. Mit der Außenansicht. Ich finde die immer so cool, die Außenansicht mit F8. Quatsch, endlich F8. 8. Oh, das ist schön. Ah, sieht schön aus. Na gut, starten wir bei dem Motor. Ah, Handbremse angezogen. So, ein paar Mal langsam. Coole Hupe. Ich teste nochmal kurz, wie es aussieht in der Außenansicht. Diese Kameraansicht. Jetzt müssen wir noch in die Innenansicht schalten, sonst sehen wir nicht, wo wir langfahren. Ja, ich habe hier so einen Scania-Truck. Der gefällt mir ganz gut. Den habe ich schon von Anfang an. Ich habe jetzt auch schon... So, da ist frei. Da auch, also los. Anfang an diesen Scania, weil der hat einen fünfstufigen Retarder, der gefällt mir sehr gut. Ich benutze den auch sehr häufig. Ich hatte mal mit dem MAN geliebäugelt, aber der hat nur einen dreistufigen Retarder. Ich habe jetzt auch schon viele Monate nicht mehr gespielt. Ich habe das fast jeden Tag gespielt, aber jetzt viele Monate nicht mehr, und jetzt habe ich doch mal wieder Lust drauf bekommen. Bin auch ein bisschen aus der Übung. Muss mir jetzt ein bisschen einüben. Deswegen fahre ich mal nicht zu schnell hier ran. Mit den Tasten muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen klarkommen. So. Umgucken. Ja, genau. Das sind die Tasten. Ich habe das von Logitech. Wie heißt das? Logitech Force GT. Das ist ein schönes Lenkrad. Ich meine, das hat, glaube ich, um die 80 Euro gekostet oder so. So jetzt. Gucken wir nochmal. So, hier vorne stehen auch die. Schon mal sehen, ob das der ist hier vorne. So, Joghurt. Tonnen Joghurt. Joghurt mit Erdbeergeschmack. Rein synthetisch. So, naja, das geht ja noch. Also das kriege ich ja noch einigermaßen hin mit den Spiegeln, aber dann beim Einparken, naja, mal sehen, wie es mal sehen, wie es nachher wird mit dem Einparken. Okay, auf geht's. Also in Berlin sind wir jetzt. Mal gucken, wie man hier rauskommt. Das war auch eine fummelige Sache, das Lenkrad einzustellen. Also das Lenkrad ist schön, aber man... Ich habe eine ganze Weile da hinten, der braucht nur eine Weile, bis er da ist. Fahren wir einfach mal los. Eine ganze Weile gebraucht, bis ich das Lenkrad richtig eingestellt habe. Also... Das war schon sehr, eine sehr filigrane Sache. Die sind auch schön. Man kann also eine Menge Außenansichten oder überhaupt Ansichten von Taste 1 bis 8. Also das ist jetzt 1, die Innenansicht. Da geht auch ein Fußgänger lang. Und dann kann man eben noch eine ganze Menge Außenansichten einschalten, aber das ist immer ein bisschen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig während der Fahrt mit den Außenansichten. Wenn man steht, dann geht das schon noch, aber während der Fahrt mit den Außenansichten, da kann man schon schnell mal vom Kurs abkommen. So, jetzt geht's endlich los. Wir sind ja noch in der Stadt.
ziehen wir mal hier rüber, bis die da loskommen. Ah ja, ist auch gerade grün. Bis die loskommen, das dauert immer, aber jetzt beschleunigen sie noch. Und wir müssen da vorne rechts, also wir müssen doch wieder auf die rechte Spur, dann lassen wir den mal vorbei, so. Aus Berlin. Wir beschleunigen 90. Auf die 90 kommen wir nicht, weil wir haben 620 PS, aber man merkt schon, wenn es bergauf geht, dann muss er schon kämpfen. So, 18 Tonnen Joghurt. Bis 13. Das schaffen wir. Wir haben jetzt 10.44 Uhr. Naja, kommen wir dann in Hamburg genau in den Freitagnachmittags-Wochenendverkehr rein. Ja, ihr hört jetzt den Retarder. Ich weiß gar nicht, ob der von Scania, ob der nach dem Wirbelstromprinzip oder ob das ein hydraulischer Retarder ist. Aber er gefällt mir sehr gut. Also der lässt sich schon sehr feinfühlig einstellen, weil er eben gerade fünfstufig ist, der Retarder von Scania. Den haben wir jetzt ausgebremst da hinten. Aber was denn ist das? Wir müssen auf die mittlere Spur. Ihr seht schon dort vorne, wenn wir jetzt auf der rechten Spur weiterfahren, dann müssten wir rechts runter. Muss man mal rechtzeitig aufpassen, dass man da auf der richtigen Spur ist. Aber seht ihr dort vorne, der fährt da ab. So, wir sind richtig. Ich habe jetzt hier Automatikgetriebe eingeschaltet. Ich schalte nicht. Das ist jetzt hier nicht die Profi-Version. Ich bin jetzt nicht der Profispieler, weil ich habe nämlich den Schalthebel von meinem Lenkrad, auf den Schalthebel habe ich den Retarder gelegt. Dann machen wir mal so um die 90. 90 ist eine gute Geschwindigkeit. Ja, für die Need for Speed Spieler sieht das jetzt ein bisschen langsam aus, aber man muss bedenken, wir fahren jetzt nicht mit einem PKW hier rum, sondern haben jetzt so ein Laster mit 18 Tonnen Joghurt hinten dran. Also der Kasten, der kommt schon ganz schön ins Schleudern, wenn wir da ein bisschen, wenn wir da so einen heißen Reifen fahren, das kann dann schon ganz schön gefährlich werden. Gerade wenn es regnet, jetzt regnet es gar nicht. Ich habe auch, glaube ich, die Regen Wahrscheinlichkeit habe ich auch ziemlich weit runtergestellt. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, dieser andere, der Calcium-Transport, den ich da hätte auch auswählen können, der hatte so eine lange Deichsel und mit diesen Anhängern, mit der sehr langen Deichsel, da bin ich schon mal mächtig ins Schleudern gekommen, weil der Schwerpunkt da sehr weit hinten ist. Der liegt also nicht auf den Hinterachsen von meinem Truck, sondern sehr weit hinten, viel weiter hinten. Dadurch kann man schnell ins Schleudern kommen. Also das mag ich nicht so gerne, diese Anhänger. So, jetzt müssen wir hier mal rechts, da ist Geschwindigkeitskontrolle. Naja, mit 90, jetzt haben wir 80. Ich hatte vorhin den Tempomaten auf 90 gestellt. Ah ja, das finde ich auch schön, dieses Geräusch. Ich weiß nicht, ob das schon immer war, ob das jetzt mit dem Patch erst dazugekommen ist. Wenn man da rechts auf diese Randmarkierung kommt. So, klar, hier staut sich das. Die wollen alle nach Hamburg und das am Freitag. Die wollen alle ins Wochenende, die Leute. Ich weiß gar nicht, zu welcher Jahreszeit das hier ist. Also es gibt ja auch noch so einen Wintermod, glaube ich. Aber das muss jetzt irgendwie im Mittsommer handeln, weil das wird sehr früh dunkel. Quatsch. Es wird sehr früh dunkel. Nein, es wird sehr früh hell. Es wird spät dunkel und sehr früh hell.
Also man braucht hier gar nicht so viel mit Licht fahren. Also wenn man da um sich morgens um 5, gegen 5, halb 6 so, da kann man das Licht schon wieder ausschalten. Egal, ob man da in München ist oder in Hamburg, also das ist auch komisch, dass es da zur selben Zeit hell wird. Zur selben Zeit hell wird. So, jetzt Gaspedal voll durchgetreten, aber ihr seht schon, er kommt ganz langsam hier auf Touren, also berghoch, so mal die Außenansicht. Aber jetzt kann ich immer nur kurz, weil ich komme dann schnell vom Kurs ab. Mit den Tempomaten jetzt mal um die bei 80 einschalten, weil das ist doch ein bisschen, sind doch ein paar Kurven drin in der Strecke. Wie gesagt, mit dem schweren Koffer da hinten dran, diese riesen Kiste, kann man schnell ins Schleudern kommen. Obwohl hier auf dem Feld ist ja schon alles abgeerntet, also das kann ja gar nicht Mittsommer sein. Müsste ja Spätsommer sein, aber wird es denn ja schon zeitiger wieder dunkel. Muss mal gucken, wenn nachher eine gerade Stelle kommt, nochmal die Außenansicht, eine andere Außenansicht mal einschalten. Aber ich finde die schön, also schöne Sachen muss. Man kann das nur ein paar Sekunden, 2-3 Sekunden, dann muss man schon wieder auf die Innenansicht schalten, weil man kommt schnell vom Kurs ab. Mal gucken, da kommt gleich eine gerade Strecke. Gleich mal kurz mal die andere Ansicht schalten. Jetzt, wenn wir auf der geraden Strecke sind, mal schnell. Ja, aber das sieht schön aus. Hm? Na, seht ihr schon ein bisschen, schon fast zu weit auf die rechte Spur rübergekommen. Tunnel, Licht einschalten. Wo ist denn das Licht jetzt hier? Oh, ich komme mit den Tasten. Ich muss mich erst an die Tasten gewöhnen. Jetzt. Ja. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal kurz jetzt bei der geraden Strecke nochmal eine andere Ansicht einschalten. Hier, ja. Komme ich nicht zu sehr vom Kurs ab? Nee, das hat ganz gut geklappt. Aber nochmal. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt einfach so eine Strecke. Ich fahre einfach nur mal eine Strecke, das ist kein Tutorial. Nur mal so, just for fun. Eine Strecke fahren. Vielleicht kriegt der eine oder der andere ja doch mal wieder Geschmack auf dieses Spiel. Also, ich spiele es sehr gern. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt schon so lange nicht mehr gespielt habe. Naja, die Kurven. Ah, da ist ein paar Kurven. Also ich werde jetzt nicht höher als 80 gehen. Ich werde das jetzt so lassen. Also hier ist nichts drin mit Driften oder so. Das ist hier kein Rennauto. So, jetzt haben wir schon kurz vor 2:30. Da kommen wir also genau. So, will er jetzt oder nicht der Bus hier oder wie? Dann kommen wir schön in den Freitagnachmittags-Wochenendverkehr in Hamburg rein. Mal sehen, wie wir da durchkommen. Was macht da jetzt der Bus?
da ist der fährt weiter, der bremst. Der fährt gar nicht ran, naja, egal. Ich muss mich jetzt hier auf die Straße konzentrieren. Naja, knapp gute 70 Kilometer noch. Das haben wir ja gleich. Ist nochmal vage. Hier in der Kurve irgendwie eine andere Ansicht. Ah ja. Ich glaube, das waren Conti-Reifen, ne? Ist ja schon wieder der Bus. Der hat uns gerade überholt. Jetzt ist schon wieder. Ja, es geht ja schnell. Es muss noch 52 Kilometer. Ah, hier ist eine gerade Strecke. Jetzt könnte man nochmal die Ansicht umschalten. Ah ja, hat geklappt. Ich bin mal irgendwo eine Strecke gefahren, da war eine Baustelle und da war auch so eine Baustellenampel, das war also keine Autobahn. So eine Bundesstraße und da war Baustellenampel und dann war an der Baustelle, da waren dann so ein paar Arbeiter, das war ganz nett. Also man konnte richtig sehen, wie die an der Baustelle dort gearbeitet haben. Das ist schon ganz gut gemacht. So, wir haben auf der mittleren Spur jetzt mit dem Retarder mal abbremsen. Ich finde, der funktioniert sehr gut. Also den kann man sehr gut. Gerade bei Scania, den fünfstufigen Retarder. Ich mag den gern so. Jetzt müssen wir mal drauf treten. Jetzt geht es berghoch. Vielleicht ein bisschen zu stark abgebremst. Nee, da kommt ganz gut. Jo. Ich dachte, wir kommen unter 40, aber... Nee, also ich stehe volles Rohr drauf auf dem Gaspedal. Und jetzt bleiben wir auf der Spur. Hier müssen wir ja sowieso rechts runter, dort vorne. Aber wir können nochmal drauf treten. So, 22 Kilometer, jetzt nicht mehr weit. Jetzt sind wir auch gleich in Hamburg. Schön Schwung nehmen. Hoffentlich kriegen wir die Kurve da unten. Oh, oh, oh. Naja, ein bisschen weggekommen. Ja, man merkt schon, es fährt sich ganz anders mit so einem, als jetzt mit so einem PKW. Schon eine ganz, ganz nette Geschichte. Ach da, ja, der Tunnel, der kommt mir bekannt vor. So. 50 ist hier angesagt. Das ist ja wieder der Bus. Ist das nicht derselbe, der uns vorhin schon zweimal überholt hat? So. Ah, ich wollte noch mal gucken. Könnte mir was gehen, über dem dauernd die Bremslichter an. Was macht er denn da? Ich wollte gleich noch mal sehen, dem Licht noch mal gucken, ob ich die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet habe. Da müsste ich aber jetzt, kann ich jetzt, das mache ich nicht während der Fahrt. Oder doch mal kurz gucken. Ah, hier. Jetzt muss ich mal gucken. Moment. Entschuldigung, ich muss nur mal schnell schauen, ob ich die... Wo ist das hier? Fahrerhausanpassung? Beleuchtung. Doch, ist ein Haken gesetzt. Mhm. Naja, sieht man am Tage vielleicht nicht so stark. Oh, Rundumleuchte habe ich an. Ausmachen. Tage aber nachts, also wenn ich die Zusatzscheinwerfer, die Frontbeleuchtung, Dachbeleuchtung eingeschaltet habe, also da ist mit der Gegenverkehr aber voll geblendet. So, und zu dicht sind wir nicht dran. Nee, nee.
Mal gucken. Ja, guck, komm. Ist schon noch Platz. Das sieht immer aus dem Parahaus so nah aus. Aber das ist hier irgendwie Y-Reisen oder so von der Bundeswehr. Da muss. Oh, jetzt geht's weiter. Naja, 2 Kilometer noch. Immer weit ausholen in den Kurven, in den Rechtskurven. Klar, schon wieder anhalten. So, mal umgucken. Ah ja, geht ja schon weiter. Bin ich mal gespannt, wo wir dort unseren Anhänger abstellen müssen, weil naja, es wird bestimmt ganz lustig werden, wenn ich den jetzt rückwärts dort einparke. Also kein Problem mit rückwärts einparken, aber mit so einem Hänger hinten dran ist es doch schon ein bisschen anders, als wenn man mit so einem PKW einparkt. Da ist ja noch ein Stück hin. Ach so, das ist da hinten. Das ist Eier. Ah ja, okay. So. So, jetzt kann ich mich gleich mal schön blamieren. Und ihr könnt euch schön ein ablachen, wie ich jetzt rückwärts hier das Ding da ranstelle mal. Hoffentlich wird es nicht zu schlimm. Einen großen Bogen erstmal, dass man da erstmal. Nee. Automatisch einparken mache ich. Selbst wenn es lange dauert, aber ich parke immer selber ein. Weil man ja auch die Erfahrungspunkte dafür kriegt. Das gehen wir dann Punkte verloren. Steht ja hier Bonuspunkte für dieses Einparken gehen verloren, wenn man automatisch einparkt. Die wollte ich eigentlich schon mitnehmen. Selbst wenn es ein bisschen länger dauert, aber es geht ja hier nicht um Zeit. So, jetzt. Ja, wenn das mal gut geht. Könnte klappen. Es könnte klappen. Ich habe eure Geduld auch lange genug strapaziert. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Da geht es. Jetzt schon mal fürs Zuschauen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Okay.